Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Online Heavensward. Wir befinden uns im Ostwald. Hier sind wir letztes Mal angekommen und wir haben hier der Rosa Hawthorn geholfen mit ihren Bienchen. Die wurden nämlich angegriffen. Wir haben ihr geholfen mit ihren Bienchen. Das können wir nachher oder falsch verstehen. Die wurden nämlich von Hornissen angegriffen und wir haben so ihre Gunst errungen. Lol, was ist denn da los? Baumschrat-Ableger. Generell im Ostwald gibt es wieder ganz neue Tierarten. Guck mal, eine Baumschnecke. Das sieht auch wieder lustig aus. Kann ich da näher ran? Jedenfalls haben wir die Gunst von der Rosa Hawthorn errungen. Und das ist gar nicht so schlecht, denn wir müssen zu ihrer Jagdhütte, wo die anderen Hawthorns sich rumtreiben. Und die sind anscheinend Fremden gegenüber eher skeptisch. Aber wir haben einen Krug des besten Honigs jetzt bekommen als Dankeschön. Und den können wir dort quasi abgeben, dass die nicht mehr so feindselig sind. Olé, guckt euch das mal an. Wow. Neun Efeu-Ranken. Okay, alles klar. Ist alles sehr schön hier. Was ist das da oben für eine Stadt? Mein Gott, es gibt so viel zu entdecken. Wache des Klageregiments. Wer ist denn das Klageregiment jetzt schon wieder? Schlangenjünger? Mit Grünschnäbeln kann ich nichts anfangen. Wer schon mal einen Gildenbrief absolviert hat? Ah, okay, alles klar. Gildenbriefe. Na gut. Das ist wie so eine kleine Stadt hier. War hier nicht auch ein... Hier ist irgendwo ist hier ein Etherit. Ah ja, da steht er ja. Mokri-Postbote haben wir auch. Und erstmal hier harmonisieren, dass wir hier herreisen können. Schwupp. Dann können wir hier einen Schokobo-Verleiher ansprechen, dass wir die Linie freischalten. Zack, zack, nichts. Okay. Und dann gucken wir uns doch mal hier die Jagdhütte genauer an. Oh, Leck, ist das hier schön. Ich kann es gar nicht fassen. Amelin, genau, du willst mein Honig. Und da ist der Rolf. Ey, ich bin Amelin von der Bruderschaft. Kommst mir allerdings nicht bekannt vor. Du hast ein Geschenk für mich. Ich weiß nicht, warum er so komisch redet. Übergeben. Zack. Ein Krug von Rosa Sonic. Auch noch frisch geerntet. Du weißt offensichtlich, wie man einen guten ersten Eindruck hinterlässt, meine Liebe. Ich bin Amelin. Ah, dann bist du also diejenige vom Bund der Morgenröte, von der der Kommandant gesprochen hat. Vergib mir, wenn ich etwas forsch war. Mein Magen hat schon ordentlich gekrummelt. Dieser Honig ist Nektar dazu. Der isst jetzt einfach Honig als Hauptgericht. Wie eklig ist das denn? Aber natürlich, Verzeihung, du bist nicht wegen des Honigs, sondern wegen der Sylphen hier. Sie wirken zwar launisch, aber sind auch äußerst umsichtig. Besonders seit sich die Galeara im Finsterwald herumtreiben. Oh lol, machen sie das? Wenn du jedoch erstmal ihr Vertrauen erlangt hast, sind sie genauso freundlich wie die anderen Völker auch. Sie haben zwar ihre Eigenarten, aber die haben wir alle, nicht wahr? Wenn du mehr über die Sylphen erfahren möchtest, solltest du Rosas Ehemann Rolfe fragen. Er ist ein netter Kerl und hat schon mehr über die Sylphen vergessen, als ich je in Erfahrung bringen werde. Lol, wie geil ist denn das? Das ist eine gute Art, sich auszudrücken. So, hallo Rolfe. Soll sich gut mit den Bräuchen der Sylphen auskennen. Du bist hier, um ein paar Dinge über die Sylphen zu lernen? Das kann ich dir sagen. Sie sind ein eigentümliches Volk. Lass mich so sagen. Sie sind, es tut mir leid. Mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es einmal war. Bin zu sehr mit den Bienen und der Imkerei beschäftigt. Allerdings habe ich meine Geschichten oft und gerne mit meinen Nachbarn geteilt. Vielleicht können die sich ja besser erinnern. Lol. Jetzt muss ich mit den ganzen Nerds hier reden, die mir deine alten Geschichten erzählen, oder was? Isabel? Ja, mein Vater. Ah, oh, das ist die Tochter. Hallo. Hallo Isabel. Mein Vater hat mir häufig Geschichten von ihnen erzählt. Es hat mich stets fasziniert, wie unterschiedlich ihre Vorstellung von Etiketten gegenüber unserer ist. Oh, jetzt pass auf, das müssen wir uns bestimmt merken und dann müssen wir uns nachher richtig verhalten, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Du solltest sie auf keinen Fall unterschätzen, nur weil sie für uns wie Kinder aussehen, sonst können sie böse Erwachen für dich haben. Hihi. Okay, sind es die Kleinen? Ist das kleine Volk? Ne, das sind die Falafel, die wir da ja schon öfters gesehen haben. Oh, Damson, er reitet einfach auf dem Drachen an uns vorbei. Ich bin froh, dass ich meinen Schokobo habe.
Monne! Guten Tag, die Sylphen? Unverbesserliche Schwindler und Unruhestifter, das sind sie. Mal malen sie Morbol-Gesichter auf unsere Masken und dann führen sie unsere jungen Wachen in die Irre, sodass diese in eine tiefe Schlucht stürzen. Die Sylphen sind mir schon sympathisch, du. Stellt man sie zur Rede, lachen sie einfach nur. Rolf behauptet, sie hegen keine bösen Absichten. Aber ich finde solche Streiche überhaupt nicht lustig. Jo, jetzt zieh dir halt mal einen Stock aus dem Arsch und mach ein Lagerfeuer. Ist ja echt nicht mehr nett hier. Blesette! Denke nicht, du könntest die Sylphen zutraulich machen, indem du ihnen Süßigkeiten gibst oder so. Sie sollen sich angeblich nur von Sonnenlicht ernähren, habe ich gehört. Hä, Sonnenlicht? Für mich sieht es eher aus, als wohnen sie in Höhlen. Aber vielleicht wohnen sie auch auf Bäumen. Deshalb sieht die Map hier so komisch aus. Na, wir werden das, denke ich, noch erfahren. Ich hoffe, dass wir da jetzt hingehen, nachdem wir jetzt mit allen geredet haben. Diese Geschichten haben mein Gedächtnis die Sprünge geholfen. Ein bezaubernder kleiner Tanz, meinst du nicht? Ein Sylphe hat ihn beigebracht und erzählt eine Begrüßung vor. Solltest du ihn besser einstudieren? Nice, ein Sylphentanz. Möchte von seinem Wissen über die Sylphen. Habe ich denn jetzt gelernt? Ne, das ist jetzt. Hä? Weiß auch nicht. Eine Sache solltest du noch wissen, die Sylphen mögen es gar nicht, wenn man mit leeren Händen bei ihnen auftaucht. Um Vertrauen zu gewinnen, solltest du etwas mitbringen. Am besten eine. Was war's noch gleich? Wieder um Verzeihung. Sprich mit Rosa in der Imkerei. Alter, hast du ein Gedächtnis wie ein Sieb. So eine Stufe ist die Quest. 20. Möchte Wild fangen und benötigt jemand, um eine Falle zu stellen. Trank der Stärke. Moment mal, reaktivieren 5 Minuten. Stärke, zeitweise, Wirkungsdauer 15. Ah, das sind Tränke quasi, okay. Nee, das machen wir nicht. Wir sind immer noch voraus der Hauptstory von den Erfahrungspunkten her, habe ich das Gefühl. Auch wenn wir jetzt langsam aufholen, hier ist immerhin schon Stufe 20 und so. Leute, was ist da mit der Bahn unterwegs? Die Leute haben die coolsten Mounts hier in Final Fantasy. Dann gehen wir mal mit Rosa in der Imkerei sprechen. Bestimmt bringen wir den Sylphen auch wieder Honig mit. Jede Wette. Hallo Baumschnecke. So, ein Gastgeschenk für die Sylphen. Ich würde dir einen weiteren Krug meines Honigs überlassen, aber ich fürchte, damit würdest du nicht viel erreichen, meine Liebe. Nein, eher Geschmackssinn. Verlangt nach etwas anderem. Kennst du dich mit Milchwurzeln aus? Das sind die Wurzeln der Orchus. Grässliche Pflanzenmonster, die in einer milchigen Flüssigkeit beim Halluzinogene Nebenwirkungen. Die Sylphen offensichtlich zu schätzen wissen. Alter, die gefallen mir immer besser. Es sind Kiffer, die andere Leute reinlegen und Streiche spielen. Ja, wie geil. Ich habe schon lange kein Ocho mehr in der Gegend in der Imkerei gesehen. Ein Grasbüschel untergekommen. Wenn du ein wenig beleben könntest, zum Beispiel mit flüssigem Dünner, erlebst du wirklich eine Überraschung. Okay, Grasbüschel beleben. Grasbüschel beleben, wo? Da drüben. Geradeaus. Kriegen wir hin. Leute, was hat er? Warum sind da so viele Nerds unterwegs? So viele hochstufige Nerds. Geil, Alter, guckt euch das Mount mal an. Wow. Wow. Okay. So. Eigenartiges Grasbüschel. Ja. Benutzen. Was ist das? Guckt euch an. Es ist wie ein Bisasam, nur mit zwei riesen Penis-Tentakeln. Obwohl, hat dieser Sami nicht auch? Ich weiß nicht. Ich habe nie wirklich Pokémon geschaut oder gezockt. Ich kenne dieser Sami nur, weil er so bekannt ist. Die Flasche auf den Bündel bei Rolf. Ah, okay, das war's schon. Nice. Aber Moment, das war jetzt irgendwie auch fürs Bestiarium, ne? Und nicht für das hier, für ein anderes. Na dann, zurück zu Rolf. Komm, wir reiten mal hier voll durch den Wald. Obwohl, ne, da gibt's Geier. Leute, was ist das für ein Lager?
Was ist das für ein Lager? Da wird hart genudelt. Wahrscheinlich ist es halt hier von den Lowy Quests. Irgend so ein Lager. Geht's da hoch? Oh Mann, ich würde am liebsten einfach alles nur erkunden und rumlaufen. Aber ich will auch Fortschritt machen in der Story. Man kann halt nicht alles haben irgendwie. So, da bist du wieder. Ein passendes Gastgeschenk. Ja. Jetzt muss ich ihm das Geschenk geben, damit das mir wieder gibt. Eine Milchwurzel des Sylphen saufen, dann ist das schnell. Wie auch immer, wenn du den Sylphen eine Milchwurzel bringst, werden sie dich vom ersten Moment an als gute Freundin betrachten. Lass mich das für dich einpacken. Ich fühle mich schon leicht benebelt. Und abschließen. Rolf hat ein Geschenk für die Sylphen verpackt, sodass die Reise in das Gebiet nichts mehr im Wege steht. Geil! Ich habe mir erlaubt, eine Milchwurzel gut einzupacken, sollte sie frisch halten, zudem diesen furchtbaren Gestank ersparen. Die Sylphen lieben das Zeug, aber ich würde eher am Schokobodung schnüffeln. Der Gestank ist sogar noch schlimmer. Okay, alles klar. Du magst es nicht, ich hab's kapiert. Wir können hier mit Sicherheit den ganzen Tag über Geschichten austauschen und für mich Wichtiges erleben. Die Sylphen sind in einem verschrobenen Haufen, aber ich habe genug. Sind ein verschrobener Haufen. Aber ich habe genug Zeit mit ihnen verbracht, um zu wissen, ein gutes Herz haben. Sie werden jemanden mit ehrbaren Absichten nicht abweisen. Möge deine. Okay, alles klar. Bevor ich es vergesse, Amna möchte mit dir sprechen, bevor du aufbrichst. Gute Reise. Ah, diesen Sylphentanz hat er uns jetzt nicht beigebracht, oder? Hatten wir nicht irgendwo die verschiedenen Tänze? Weiß es nicht mehr. Das war doch irgendwo hier unten, oder? Ich weiß es nicht mehr. Fucking hell. Das vergessen. Aber wird sie von allen Horfern Kultur der Sylphen unterrichten lassen. Nun, wir haben keinen Grund, eine Mission noch weiter zu verzögern. Wann man ankommt und Sylphen zuflucht, sollte sie junge Sylphen namens Komuxio aufsuchen. Sie fungiert als Vermittlerin zwischen unseren Völkern. Ah, ich sehe einen Menschen. Das Schreiben birgen. Kriegen wir X Ressourcen, bla bla. Okay, alles klar. Na dann, gehen wir los zu den Sylphen. Ich bin ja so gespannt. So gespannt bin ich. Ist das die hier? Ein kühler Empfang. Na, da wissen wir ja schon, was uns erwartet. Dank dem Namen der Quest. Oh. Dämonenschnake. Guckt euch mal die fetten Dinger an. Da kommt's mir ja gerade hoch, du. Nice, da vorne leben die Sylphen. Sind das für Pilzdinger, die überall wachsen? Lol, die haben Zelte? Ah doch, und sie wohnen in Bäumen. Ich hab's genau gewusst. Höhle oder Bäume. Sylphenzuflucht. Hallo, Sylphen. Was seid ihr? Warum sollte man die jetzt als Kinder verwechseln? Oh lol, das sind die Viecher. Krasse Scheiße. Hallo, Komuxio. Oh, leck, was ist das hier? Grillen die da ein? Oh, ne. Ah, das sind echt so Feen. So Feendinger. Hallo. Die Laufende ist der Meinigen nicht bekannt. Die Meinige traut fremden Laufenden nicht. Die Laufende soll daheim gehen und die Meinige in Ruhe lassen. Achso, ich muss einfach nur... Okay, alles klar. / Tanz. Die Meinige heißt die Laufende, die sich wie die Unsrigen bewegt, willkommen. Wenn die Laufende mit den Meinigen sprechen möchte, wird die Meinige antworten. Die Meinige ist beschäftigt, da sollte sich die Laufige kurz fassen. Die Laufende. Lel, ist das geil. Die Laufende hat ein Geschenk für die Unsrigen. Die Laufende ist eine Nette. Ja. Ich habe hier einmal einen Brief und ich habe hier einmal was zum Kiffen übergeben. Es sieht sogar aus wie ein Bündel Gras. Oh mein Gott, Final Fantasy, was ist eigentlich mit dir los, Alter?
Die Laufende bringt eine Milchwurzel. Milchwurzeln erfüllen die meinigen mit Freude. Die meinige dankt dir. Haben wir ein Wortpapier? Oh geil, ein Wortpapier. Die Milchwurzel der Laufende nach der meinigen glücklich. Die meinigen mit L ist ein Wortpapier. Laufende kann ganz beruhigt sein. Ja, Laco Faco, ist das geil, alle. Hilfende Feen. Die Laufende möchte mit dem Unsrigen sprechen? Dann soll die Laufende sprechen. Ach, jetzt kommen sie auf einmal. Okay, weil ich ja nicht reden kann. Seid gegrüßt, Hilfenfreundinnen. Wir kommen im Gesandte von Gridania. Seit Generationen im Einklang mit euren Stammleben. So ist es. Wir sind gekommen, um eure Ältesten die Ehre zu erweisen und mehr über Ramu von ihr zu erfahren. Die Laufenden kommen aus Gridania. Warum haben die Laufenden das nicht eher gesagt? Die meinigen mag keine Tricks. Laufenden sind zu Tanzenden geworden und die Laufenden haben Milchwurzel gebracht. Aber die meinigen traut den Eurigen nicht. Lol, die meinige wird nicht mehr sprechen. Die Älteste, was? Wie? Was? Was? Zappens ist verkackt. Was hat das zu bedeuten? Die Silfen hier haben Gridania doch immer mit offenen Flügeln empfangen. Mit offenen Flügeln. Das Schreiben, Wortpapier von Luni hier ist ein Friedensschwur von der Ältesten. Schade, wir wollen uns nicht abbeißen. Und Laufende nichts angehen. Die Ältigste hat keine Worte für Gridania. Laufenden verschwenden ihre Zeit und die meinige. Oh, so abgewiesen zu werden? Womit haben wir das verdient? Vielleicht war der Freudentanz von Luni nicht freudig genug? Fickt euch, ihr habt's verkackt. Da bin ich auch überfragt, aber etwas sagt mir, dass jüngsten vor unserer geflügelten Freunde enorm misstrauisch gemacht haben. Wir sollten uns in der Gegend umhören, um herauszufinden, wie wir ihr Vertrauen gewinnen können. Ja, irgendwas ist da im Busch, ne? Was gibt's jetzt hier? Schwach verstummender Trunk? Dieses Gebäude reduziert den Status stumm. Okay. Dieses Gebräu reduziert, nein, induziert den Status Schlaf. Ach, induziert? Ja, induziert den. Effektiv bei den meisten Zielen. Ach, da kann ich jemand verstummen lassen, silenzen. Induzieren, da kann ich jemand schlafen legen. Oh, leck, das ist natürlich geil. Paralyse. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, so eine Paralyse ist ganz nützlich für uns. Dann können wir ihn nudeln, während er sie ist, paralysiert ist. Aber okay, das war ja jetzt nicht sehr erfolgreich hier. Was machen wir jetzt? Ida hat eine Idee. Nice, Ida. Sag mal, Luni, bist du in Stimmung für ein kleines Tänzchen? Ich rede vom Tanzen. Mir ist gerade nicht aufgegangen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, traditionelle Begrüßungen zu lernen. Und doch haben wir viele Bewohner der Sylphenzuflucht noch gar nicht unsere Aufwartung gemacht. Und wenn du schon mal dabei bist, warum tanzt du nicht auch noch für die Gridania hier? Sylphen würden sich freuen, wenn du Tradition mit deinen eigenen Leuten teilst. Was ist? Lol, jetzt müssen wir hier rumtanzen. Okay. Na dann. Tanzen wir mit Knolexia. Dein Name gefällt mir sowieso. Slash. Tanz. Mach den fröhlichen Tanz für dich, Baby. Woo! Yeah! Woo! Knolexia! Die Laufende kennt den Freudentanz und lässt das Herz der Meinung vor Freude hüpfen. Die beidigen sollten Freunde sein. Yeah, wir sind Freunde! Für alle Bewohner der Sylphenzuflucht tanzen! Kann ich hier auch einfach slash. Ah ja, kann ich. Nice! Zachäus! Wer bist du? Oder was machst du hier? Leidermacher! Machst du auch Sylphenkleider? Das ist eine, mein Liebe, wenn du kleiner und deutlich grüner wärst, würde ich dich gleich für eine Sylphe halten. Lol. Okay. Amixia Baritia macht Enyae. Das war übrigens das König der Löwenlied, wer es nicht erkannt hat. Amixia. Laufende möchte eine Freundin der Unsrigen sein, meine ist hoch erfreut, aber meine behält die Geheimnisse der Weberei für sich. Selbst wenn die Laufende das Geheimnis erführe, könnte die Laufende nicht auf die gleiche Art weben. So, so, du bist also eine Weberin. Aha, aha. Jetzt schon wieder dunkel? Ne, bewölkt. 16.11 Uhr, da wird es nicht dunkel. 16.13 Uhr. Oh ja, für dich tanzen wir auch noch. Was bist du? Eine Sylphe, ja, ja. Leck ist bei euch dunkel. Kann man hier unter den Sylphenrock schauen? Ich glaube nicht, dass ich das will. Die Laufende ist Freundin der unsrigen Freunde wie die gültige Ellen. Okay, ja, 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 ja. Wo gibt's noch Leute, für die ich tanzen kann?
Pelixia. Hallo Pelixia. Was sagt er? Hört ihr beiden überhaupt zu? Alter, die müssen mir beim Tanzen zuschauen. Keine Zeit, mit dir zu schwafeln hier. Lebhafte Schritte. Die meinige ist amüsiert, aber die meinige ist immer noch schläfrig. Oh lol. Die hören ihm wirklich nicht zu, die schlafen. Imedia, du bist eine aus Credania. Bist du eine Zauberin? Sieht fast so aus, mit einem Spitzhut. Wie reizend. Du wirst dich gut einfinden hier in der Sylphenzuflucht. Sei gewarnt, solche Nettigkeit bringt dich bei den Sylphen, die in ihrer Heimat verliebt sind, nicht weiter. Die in ihrer Heimat verblieben sind. Okay, nicht verliebt sind. So, jetzt haben wir irgendwo da hinten. Ist aber weit weg. Ah, das sind zwei nebeneinander. Kann ich nicht für euch beide gleichzeitig tanzen? Wahrscheinlich nicht, ja? Slash Tanz. Laufend ist eine Tanzende, die meinige freut sich. Okay. Und zu guter Letzt noch der Bengel hier. Marinter. Oui, oui, je suis français. Je suis Marinter. Ausgezeichnet, es wird eine Botschafterin des Sylphenzuflucht abgeben. Denkt daran, nicht alle Sylphen heiße Fremde willkommen. Sie können auch durchaus gefährlich sein, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Das sind nur irgendwelche kleine Feen. Als könnte ich die nicht an die Wand klatschen, wenn sie mir blöd kommen. Erzähl mir doch nichts. Und warum ist jetzt schon wieder so dunkel um 16.57 Uhr? Was ist eigentlich hier los? Halt mal. So, was machen wir jetzt damit? Luni, willst du die gute Nachricht oder die bessere Nachricht hören? Die gute Nachricht ist... Oh Gott, ich muss niesen, hart. Oh, Entschuldigung. Heuschnupfen. Die gute Nachricht ist, dass die Tanzen... dass dein Tanzen die Sylphen sehr aufgeheitert hat. Die bessere Nachricht, ja. Hab ich mir gerade von meinen Beinkrämpfen erholt. Oh, nun zu unserem nächsten Abenteuer, sagt er. Okay. Meine lieben Freunde. Guck mal, er hat jetzt auch eine Quest. Ist immer noch nicht von deinen guten Absichten überzeugt. Ist mir doch egal. Fick dich. Okay, meine lieben Freunde, wir beenden das Video hier aus der Sylphenzuflucht und versuchen dann nächste Woche weiterhin ihr Vertrauen zu gewinnen. Und dann gucken wir mal, wie die Story hier sich weiterentwickelt. Rund um den Prime Ramu heißt er, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.